Die Damen vom Dresdner SC in den roten Trikots fanden ein wenig mühsam in diese Partie. 7 Satzbällen des Gegners mussten sie gleich zu Beginn hinterherlaufen. Immerhin 5 konnten sie abwehren, doch der Satz ging dennoch verloren mit 22 zu 25. Umgekehrtes Bild im zweiten Durchgang. Dresden wurde immer sicherer, beherrschte in dieser Phase den Champions League-Neuling. Entsprechend umgekehrt auch das Ergebnis. 25 zu 22 für den DSC. Damit alles wieder ausgeglichen. Ein klarer Fall, der dritte Satz. Bézier inzwischen etwas von der Rolle. Dresden gelang immer mehr. Und Apitz überlistete zum guten Schluss die komplette französische Verteidigung. 25 zu 18. Der nächste Durchgang konnte die Entscheidung bringen. Erst gegen Ende setzten sich die Dresdnerinnen ab und holten sich das Match. Champions League Auftakt gelungen.